Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Im letzten Part haben wir Schloss Farin und damit auch Sir Asmos aus dem Kerker geholt und Schloss Farin erobert, um den Satz richtig abzuschließen. Und damit das erste Schloss unter unsere Gewalt gebracht. Und damit machen wir in diesem Part auch weiter. Und zwar werden wir... Wo ist es? Ich such's gerade hier. Burg Varys. Und zwar nicht Varys aus Game of Thrones, sondern die Burg erobern, denn sie ist das schwächste Bindeglied des Clans der Heiligen Krieger. Und da wir Nyria im Team haben, werden wir erstmal hier keinen Fledermausmantel aktivieren, sondern ganz friedlich hier umherstapfen. Burg Varys war... das hier oben. Da ich das ja nicht erobern möchte, sondern den friedfertigen Weg gehen möchte, dann umso mehr Verbündete, umso besser für uns. Hier haben wir's. Verhandeln. Ja. Yeah. Den Mund und lasst mich reden, verstanden. Das gilt vor allem für dich, Aska. Die Musik ist geil. Gefällt mir richtig gut. Michael ist ein vernünftiger Mann. Okay. Schauen wir mal. Wow, 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 wow. Stehen bleiben! Wer seid ihr? Und was? Ganz ruhig, Nidos. Das ist Lady Nyria. Und bei ihr? Die Anführer der Vampire. Ob sie gekommen sind, um uns anzugreifen? Sollen wir Alarm schlagen? Nein, das glaube ich nicht. Sie ist doch erst vor kurzem als Verräterin benannt worden. Wer weiß, vielleicht plant sie... plagt sie ihr Gewissen. Okay, ist scheiße. Die Welt weiß es. Hey, Lady Nyria, was führt euch und die Kreaturen der Nacht nach Burg Varys? Seid ihr hier, um euch zu stellen? Beinahe. Ich möchte mit Michael sprechen. In friedlicher Absicht. Was sagt uns, dass die Vampire ihn nicht sofort töten? Selbstverständlich werden wir unsere Waffen allesamt abgeben. Nein? Nicht schlecht. Na gut, es kann ja nicht schaden, Sir Michael zu fragen. Wartet einen Moment. Sehr gut. Ich denke, das wird positiv verlaufen. Und so erzählte Nyria dem jungen und recht gutgläubigen Ritter Michael dieselbe Geschichte, die sie ihren Männern berichtete. Sie wäre mit den Zuständen im Clan zutiefst unzufrieden, bemängelte Sir Aarons Führung und seine mangelnde Initiative gegen die Elros. Außerdem erwähnte sie die Angst, Sir Aaron könnte die Tafel am Ende selber nutzen. Komm schon, Kollege. Okay, das sieht aus wie ein Standardritter. Clanführer Michael. Lady Nyria, ich respektiere euch aus vollstem Herzen. Ihr seid einige Wochen vor mir zur Clanführerin aufgestiegen und somit so etwas wie mein Vorbild. Als die Nachricht eures Verrats Burg Varys erreichte, habe ich dem kein Gehör geschenkt. Danke, Michael. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gleichwohl habe ich mich offenbar getäuscht. Ihr habt euch vielleicht aus den richtigen Gründen mit Vampiren zusammengetan, die unsere Männer ebenso wie unschuldige Zivilisten ermorden. Hä? So ist es nicht. Seit wir zusammenarbeiten, achten meine Männer und ich darauf, dass die Vampire sich angemessener verhalten. Es mag zwar immer noch Differenzen und verschiedene moralische Ansichten geben, doch wir haben dasselbe Ziel, den Clan zu erneuern und die Elras aufzuhalten. Und so viel sollte euch klar sein, Michael. Die Elras sind auf dem Vormarsch, es heißt ja weder sie oder wir. Wenn ich dafür ein schwieriges Bündnis eingehen muss, ist es das durchaus wert. Oder seid ihr zufrieden damit, wie Aaron den Clan führt und wie wir die Bevölkerung schützen? Verkrochen hinter unseren Mauern, unsere militärische Stärke zusammenhaltend. Sie ist gut. Nein, das bin ich nicht. Mein Ziel ist es, möglichst viele Führer zur Besinnung zu bringen oder von unserer Seite zu ziehen, damit möglichst wenig Männer sterben müssen. Wir sollten unsere ganze Kraft jetzt gemeinsam gegen die Elras einsetzen. Oder die Welt ist dem Untergang geweiht und diesmal endgültig. Und euer Ziel ist wahrhaftig die Auslöschung der Elras-Vampire? Ja, wir trinken zwar ab und zu das Blut der Menschen und kämpfen, wenn es sein muss, aber wir würden nicht ganze Städte terrorisieren oder kranke Experimente an Kindern durchführen wie die Elras. Diese widerlichen Wesen sind eine Bedrohung für alle, ob nun Vampir oder Mensch. Welche Rolle spielt das schon? Außerdem brauchen wir die Menschen zum Überleben. Wir müssen sie auch schützen, gewissermaßen. Gut, ich habe verstanden. Ihr habt recht, Nyria. Der Clan muss zu seiner alten Größe zurückfinden. Und dafür braucht er einen neuen Anführer. Vielleicht seid ihr das und die Elras müssen tatsächlich so bald wie möglich verschwinden, um die Menschen zu schützen. Möglicherweise ist es an der Zeit,
unsere Vorurteile und Zweifel abzulegen und zusammenzukämpfen. Dann wird sich Bogvaris uns anschließen? Vielleicht, doch vorher möchte ich mich von der Aufrichtigkeit eurer Verbündeten überzeugen. Sind sie nicht vertrauenswürdig, müssen wir unsere Zusammenarbeit aufschieben. Es entscheidet sich, glaube ich, ob Valnar Plus-Menschlichkeit oder Minus-Menschlichkeit hat. Ich weiß, dass ich am Anfang ein paar Menschen umgewandelt habe. Ich hoffe, das ist jetzt kein Boomerang-Effekt. Danke. Danke. Yes. Damit haben wir die zweite Burg. Ja, das hoffe ich auch. Sehr gut, sehr gut. Jawohl. Da chillen wir am Tisch. Ihr habt Varys und seine Anführer also auf unsere Seite gebracht. Nicht schlecht. Wir haben kaum etwas getan. Nuria hat das fast alles allein geschafft. Beeindruckend, wie geschickt du Lügen und jemanden um deinen Finger wickeln kannst. Das war die Wahrheit, zumindest größtenteils. Aber ja, es lief zufriedenstellend. Von jetzt an könnt ihr eure Soldaten nach Varys schicken. Michael wird sie dann einweisen. Sollte ich mit ihm kommunizieren müssen, tue ich das über Nurias Männer. Ach ja, einer der Krieger auf Varys war ein Spion dieser Sir Arons. Er sitzt unten in der Zelle. Das war elegant gelöst, nur weiter so. Ah, wir haben kassiert. Also wir haben einen Gefangenen. Sir Michael ist ein aufrichtiger Krieger, wenn auch manchmal etwas unsicher. Es war eine gute Entscheidung, ihn nicht zu bekämpfen, sondern uns zu uns zu holen. Mein Respekt. Ja, Valnar, da hat er recht. Du bist keinesfalls ein primitives Monster. Das werde ich mir merken. Yeah. Durch Michaels Unterstützung und Training steigt die Stärke aller Söldner um 1. Wow. Sehr schön. I like that, wie sich das hier entwickelt. Aber ich glaube, ich habe immer noch keine 30 Seelen, gell? Ah, scheiße, 28. Weil ich wollte jetzt gerade eigentlich auch meine Seelenverstärkung aktivieren. Können wir jetzt vielleicht zu Alüder? Oh, meine Filas. Nein. Leider nicht. Aber wenn ich schon mal hier bin, gucke ich mal, ob die wieder was gerissen haben. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Allerdings möchte ich mit dir sprechen. Genau, das habe ich gelesen. Ach so, im Schiff kann ich auch noch chillen. Das soll ins Schloss rein. Danke. Und meine Fledermaus? Was soll der machen? Machen wir mal schneller. Geil. Ah, nein, 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 nein. Nein, das kann ich nicht machen. Nein. Schade. Was war hier nochmal? Ach so. Nee, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Guck mal einer an. Kann ich da Schattenrunen herholen? Nein, das sollen wir nicht. Ne, warte mal, hier geht's nur raus. Ich möchte meinen. Wo ist das nochmal? Ich hole mir nochmal ein paar Söldner. Ja, der hat schon wieder 22, ja. Checkt das immer nicht. Ja, genau, hier wollte ich hin. Hier ist nichts, gell? Nein. Wo ist das, was ich brauche? Nein, das ist ja auch gar nicht hier. Also wir haben jetzt 10 in Asgars Schloss, 30 auf Farin und 0 hier. Okay, wir ziehen auf jeden Fall hier welche ab. Und auch hier ziehen wir mal. Ja, wir machen es gleichmäßig.
Und chillen die mal hier hin. Damit gehört dieser Kontinent bis jetzt schon mal komplett uns. Ah, ich habe eine Sache noch gar nicht gemacht. Das werden wir in diesem Part dann machen, die Stadt hier anschauen. Was wollte ich aber... Wo ist denn das? Ist vielleicht da unten irgendwo? Ah, bisschen Geld. Gib mal her. Wow. Wir kriegen schon ein bisschen mehr Steuern. Nee, ich bin jetzt wieder allein. Nein, okay, gut. Stimmt, ich habe sogar einen Gefangenen hier. Es ist gar nicht mal so... Was, Schild der Rache? Warte mal. Warte. Sie hat keins. Ah, scheiße, sie kann auch keins. Okay. Nice. Geil. Ne? Ne, ich wollte eigentlich zu meinem Runen... Also, zu meinem Zauber-Erforscher, was auch immer, wie man es nennen mag. Lass uns ihn foltern. Ja. Dann zeige ich euch auch mal, wie das Foltern hier funktioniert. Ich werde ihn zerfleischen, wenn er nicht gefügig ist. Hi. Sag uns, was du wissen willst. Erzählst du uns schon was? Was wollen wir? Ja, dann sag uns, was Sache ist. Es gibt einen Strand, an dem wir einen Außenposten aufbauen. Er liegt auf der östlichsten Insel der Welt. Ja. Okay. Okay. Warum müssen die das alleine machen? Er ist ohnmächtig, ja. Okay, dann werden wir das gleich machen. Ja, ja, passt schon. Passt schon. Die östlichste Insel der Welt. Ha? Alex? Du bist doch Alex, gell? Oh. Wo ist Alex? Oder ist Alex der da unten? Das kann auch sein. Ja, das ist er, okay. Okay, Nuria, dann tschüss. Ja, aber... Ach so, nein, er darf nicht in der Gruppe sein, richtig. Ja, 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 ja. Und jetzt die... Ja, dann nehme ich dich aber wieder mit. Ja, komm mit. So, passt. So, jetzt werden wir, weil ich nicht weiß, wo mein Runding ist, flüchten. Hä, was hier denn? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist wahr. Was ist das hier? Im Schloss. Also ganz gechillt im Schloss. Sehr witzig. Egal. Nein, nein, nein. Ich muss wieder weiter hoch. Die östlichste Insel der Welt. Ha? Ach, hier ist das Teil. Ich bin so... Nein, nein, nein. Es...
Doch, doch, das ist es. Warum 28 Seelen? Ich will eigentlich... Boah, ich habe übelst viele Sachen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach was. Zack. Geht nicht. Okay. Nein. Nein. Okay, ich muss die Rezepte ausprobieren. Klappt irgendwie nicht so. Aber Eis und Feuer ist doch ein guter Plot, oder? Ah, mach's jetzt da rein. Ja, das sieht doch gut aus. Was habe ich? Blut. Yeah. Kann man Licht mit Blutmagie verbinden? Nobody knows. Ja, yeah, Lichtexplosion. Das wird auch... Nein? Ach so. Ich habe nur noch 7 Seelen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. So. Die östlichste Insel der Welt. Wollt ihr mich verarschen? Das ist gut. Hier irgendwo, ne? Es kann auch hier sein. Nein, es kann auch hier sein. Oder? Ich glaube, es ist hier irgendwo. Ja. Oh, hi. Das ist es aber, glaub gar nicht. Ja, dann zeig mal ja. Oh. Ja, dann halt nicht. Echt, das ist so ein starkes Gebiet hier. Ja, dann lassen wir es mal. Ah, da liegt aber was. Eine Feuerrune, sehr schön. Allein für die Seele lohnt sich schon. Aber dann ist es gar nicht hier. Das ist doch hier gewesen, oder? Hier. Den Strand. Rede mit Alex vor dem Schloss. Die Schlüssel. Ah, okay. Okay. Ah, stimmt, das können wir machen. Ja, das machen wir jetzt. Dann ist es doch hier nicht so gut. Boah, das ist echt Highspeed. Das war doch hier irgendwo, ne? Ich glaube, hier war das. Nein?
war doch hier irgendwo. Oder bin ich bescheuert? Wahrscheinlich bin ich echt bescheuert. Wo war das denn? Hier war ich gerade. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre oben auf der Map, aber das könnte ja auch hier gewesen sein. Hallo? WTF, wo war denn das? Waren wir hier jemals drin? Okay. Ne, wir waren hier noch nicht drin und wo das mit dem Teich ist, kein... What the fuck? Okay. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Oh, das ist ein Gebiet, das hätten wir schon vor 800 Jahren erkunden sollen. Immerhin gibt es uns ein Level. Guck mal, hier sind irgendwelche Bugs. Warum kassiere ich eigentlich immer Bugs? Warum? Egal, das sind jetzt keine schwerwiegenden Auswirkungen. Vielleicht ist es auch so beabsichtigt. Ach du heilige Scheiße, was ist das? Hä? Ist eine Verarschehöhle? Das kann nur eine Verarschehöhle sein, oder? An das komme ich nicht ran. Das ist 100% eine Verarschehöhle. Das trübt meine Sinne. Hundertprozentig. Blutrüstiges Schwert. Blutviole. Vor allem die Musik. Ja, okay, es ist definitiv eine Verarschehöhle. Ja, ja. Voll mit rotem Face. Verliere ich eigentlich Leben? Nein. Das ist echt witzig. Also mir gefällt es hier drin. Ach, hi. Das war ja klar, dass du auch hier chillst. Ja, benutzt den Dietrich. Yeah. Ja, das war mir schon klar. Feueramulett. Lappenhaft, was du hast. Lappenhaft. Ja. Aber das Feueramulett ist doch ganz cool. Achso, Feuerresistenz. Okay, komm her. Wir brauchen Seelen. Hier unten war safe noch was, ja. Kleiner Seelenstein, sehr gut. Sind zwar nur 5 Seelen, aber die gehen auf Nacken, also passt. Sag mal. Säuretrank.
Was ist das? Verdammnis Klinge 1. Vor allem die Intro-Sequenz. Jaina und Asuka chillen da. Was ist das hier? Okay, Verdammnis Klinge ist schon schwach. Und nun? Jetzt bin ich ja durch, oder? Oder habe ich einen Weg übersehen? Was? Der Körper erstarrt. Hi. Komisch. Also du hast echt komische Ideen, Kollege. Ah, kacke, hier waren wir schon. Waren wir hier schon? Ja. Waren wir hier schon? Ja. Und hier? Ich glaube, hier waren wir auch schon, oder? Nein. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück zu Asukas Schloss und tue das, was ich eigentlich tun wollte. Körper starr. Ja. Ich möchte wieder raus. So, jetzt genug Rumgeplänkel. Aber ein paar Gegner nehme ich natürlich noch mit. Nicht wegen der Erfahrung, sondern wegen den Seelen. Ich meine, mit der Erfahrung kann ich nichts mehr anfangen. Das ist zu less für mich. Sorry. Also, sag tschüss. Bruh. Also, es hieß, rede mit Alex vor dem Schloss. Halt mal. Wenn ich mit Alex vor dem Schloss reden soll, dann muss ich aber auch erstmal vors Schloss kommen. Gajinai. Ach, da kann man sich heilen, okay. Das heißt für mich jetzt, wir latschen zurück. Oder bist du Alex? Habe ich noch nicht geforscht hier, oder was? Naja. So. Hier müsste doch jetzt der Ausgang sein, oder? Nein? Gut, dann gehen wir nochmal weiter runter. Hier ist der Ausgang. So, Alex, wo bist du? Bestoß. Ah, ich glaube, da unten chillt er. Das war nämlich auch auf dem Screen so. Okay. Und jetzt? Hä? Den Strand. Also die östlichste. Es ist doch die östlichste Insel der Welt. Oder südöstlichste. Das kann auch sein. Hier? Hier ist ja kein Strand. Ja, es wird schon irgendwo hier sein. Ah ja. Oder?
Nein, das war dieser Strand, wo... Doch, wir waren noch nicht hier. Auf euch habe ich keine Lust, Kollegen. Komm schon, Iria, pack deine Skills aus. Yeah. Ist es hier? Sieht mir nicht danach aus. Oder? Nein, tatsächlich nein. Hallo? Was geht denn bei euch ab? Eieiei, ihr seid ja ganz schön stark. Hat Nyra jetzt überhaupt irgendwelche Skills? Ah, das ist so eine Komplettvernichtung. Wow, der kann lähmen, okay. Aua. Ja, bei dem müssen wir schon härtere Geschütze auffahren. So. Komm schon mal nah. Befrei dich aus dem Griff. Ja, Nyria, sehr gut. Null Schaden, so wollen wir das doch sehen. Ayarak. Aua. Mal nah, jetzt wach doch auf. Maschallah, was ist das? Boah, nicht auf Nyria, Mann. Komm schon, probier dein Glück. Jawohl, getötet. Ist aber nichts mehr. Nein, hier ist tatsächlich nichts mehr. Wo haben wir denn sonst noch was, bitte? Hier! Durchsuche den Strand. Ich will eigentlich gar nichts tun. Hier ist auch ein Strand. Hier ist Eis. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aus diesem Grund scheiß ich drauf. War das hier Burg Varis? Messo haben wir ja schon erkundet. Ah. So, wo soll jetzt hier ein Strand sein? Jetzt einmal ganz ehrlich. Der südöstlichsten Insel am Strand. Oder der südlichsten. Da waren wir doch. Ah. Gut, es kann natürlich auch die hier sein. Das da. Und damit will ich eigentlich keine Gegner heraufbeschwören. Aber ihr wollt es ja unbedingt. Boah.
Hallo Totenuria. Vielleicht sollte ich die doch nicht immer mitschleppen, sondern nur, wenn ich wirklich die Schlösser angreife. Boah, vor allem, ich bin ja auch fast tot, fällt mir so auf. Eieiei. Achso, sie ist am Arsch. Sie sind starre. Alles klar, ich wusste gar nicht, dass sie ein Vampir ist. Aber ich karte das jetzt mal. Ich bin jetzt aus Versehen in Burg Rondom reingeflogen, was ich gar nicht wollte. Und es wurde automatisch das hier getriggert. Dann schauen wir mal, was sich jetzt abgeht. Und was haben wir jetzt zu tun? Okay. Muss ich die jetzt zerfleischen oder was das? Das Schloss. Boah. Das habe ich ja zum Glück einmal hochgeskillt. Wie viel. Oha, das macht. Nein. Das lassen wir. Das macht mir viel zu viel Schaden. Okay. Nein, weil hier. Nordwestlich. Genau! Hier ist das hier. So, aber... Sie heilt einfach mal das. Na, Werwolf, oder wirst du mich angreifen? Ich glaube, der greift mich an, ne? Was wollte ich jetzt hier nochmal tun? Ich muss irgendjemand retten, ne? Ich meide jetzt mal die Gegner. Ah, hi. Jelena, bist du da drin? Bitte helf mir, diese verdammten Monster haben mich überrascht und sitze ich hier fest. Wir kümmern uns um die Monster. Ja, okay, wir müssen. Aber die Werwölfe will ich nicht töten, Mann. Die kann ich bestimmt mal unter meine Kontrolle bringen. Und Yuria wird auf jeden Fall sterben, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die einmal angegriffen wird, war's das. Schade. Null. Sehr schön. Ja, okay, so schwer sind sie nicht. Yeah. Ist ja nicht noch was anderes? Nein. Initiative, sehr gut. Wow, sehr gut. Ihr kann ja doch was. Ja, okay, die haben nicht so viel Blut. Ich weiß gar nicht, ob das vom Spiel verlangt ist oder ob das vorteilhaft wäre, Nyria überhaupt aufzuleveln oder ob man sie wirklich nur für die Schlosseroberung im Team haben sollte. Aber ich mag das, die Quattro-Kombo, deswegen lasse ich sie jetzt mal drin. Okay, wir müssen wahrscheinlich alle Monster zerfleischen. Aber gar kein Problem. Komm her.
Aber gegen den Werwolf will ich ehrlich gesagt nicht antreten. Ich will die eigentlich für mich gewinnen, aber... What? Okay. Alles klar. Es geht ja doch. Hä, wieso ging das bei dem einen da am Strand dann nicht? Ja, dann komm sofort her. Aber einerseits ist es auch gut, dass wir hier gezwungen werden, anzugreifen. Aua. Nein, warte, das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Yeah. Knallt Stirn gegen Stirn, was? Oh Mann. Ja, ein bisschen Blut müsst ihr mir schon zurückgeben, Kollegen. Ich verschwende es ja wirklich an euch. Und tschüss. Yeah. Mein Narr steigt auf. Alter, warum steigt jeder auf außer Nyria? Ja, Mann, dann haben wir zwei weitere Werwölfe. Ja, die haben echt nur 30 Blut, das nervt natürlich. Das ist echt eine gute Attacke. Die einzige gute, die sie bis jetzt hat. Gut, die anderen. Boah, scheiße, lass Lyria in Ruhe. Die darf nicht sterben. Okay, das ist okay. So. Ein Bogronom werde ich schon irgendwann einnehmen, aber nicht jetzt. Haben wir sie alle? Ich glaube ja, ne? Also komm raus. Ja. Wie selbstsicher. Und dann werde ich mir meine Belohnung abholen. Das ist ein Insider, ja. Ich glaube, mehr gibt es dann hier auch nicht. Wie viele Seelen haben wir denn eigentlich? 34, das klingt gut. So, was ist der Dad? Ich glaube, der war hier irgendwo. Jetzt kann ich auch endlich mal das hier nachholen. Dietrich. Warst du der Dad? Ja. Ja, das sollte sie wirklich. Ring der Hoffnung. Statusrune. Hä? Bei was denn? Egal. Ich habe das ja leider nicht geskillt. Sehr schön. Ja, man, Nyria kriegt endlich geskillt. Was bringt mir das denn? Das passt ja zu Aska, Hoffnung zu haben, also... Na. Nö. Brauche ich nicht. Wir werden jetzt noch ein letztes Mal in Askas Schloss zurückkehren. Weil das mit dem Strand... Kein Plan, hier war nichts. Oder? Soll ich mal nachschauen? Ja, komm. Aber... Hier ist ja doch was. Ja, aber das Gebiet ist noch zu stark für uns. Nein. Hier ist nichts. Ende der Geschichte. Kein Plan, wo das ist, da muss ich mal in der Komplettlösung nachschauen. Ronak, der alte Chiller. Der gefällt mir, der Putzende. Der ist fleißig dabei. Chinai hat irgendwelche Zuckungen. So, nein. Tatsächlich will ich das jetzt mal nicht tun. Tatsächlich will ich jetzt mal das tun. Das ist die Burgkampf, gell? Yes. Das ist die Burgkampf. Gute Deutsch, gute Deutsch.
So, dann soll es auch das für diese Folge mal gewesen sein. Im nächsten Part werden wir die Schlüssel suchen. Bis dann und ciao.